Sie ist seit 15 Jahren eine Institution, wenn es um die Sicherheit von Schulkindern im Straßenverkehr geht. Die Busschule von Cottbus Verkehr bringt den Erstklässlern der Region alles Wichtige bei, was sie im Bus beachten müssen. Ralf Thalmann, Geschäftsführer von Cottbus Verkehr, macht es stolz, dass die Busschule bei vielen Grundschulen mittlerweile eine feste Größe im Lehrplan ist. Seit Beginn im Jahre 2001 haben wir über 20.000 Schülerinnen und Schüler mittlerweile beschult und ich denke, das ist als großer Erfolg zu bewerten und wir sind auch ein bisschen stolz darauf, dass es so umfangreich und konsequent durchgeführt wird. Und für diese beständige Arbeit ist die Busschule jetzt ausgezeichnet worden. Der Fahrgastverband ProBahn hat den Deutschen Fahrgastpreis in diesem Jahr an Cottbus Verkehr vergeben. Immer von September bis Dezember nehmen im Schnitt 1000 Erstklässler pro Jahr an der Busschule teil. Ein Tag in der Busschule hat dabei sowohl Theorie als auch Praxis. Es beginnt mit dem Abholen in der Schule, dann gibt es erstmal Theorieunterricht, gibt ein kleines Frühstück in der Kantine, anschließend im Fahrzeug, wie wir hier gerade sitzen, Praxisunterricht, dann gibt es auch eine Besichtigung von Werkstatt und Betriebshof und dann werden die Kinder wieder zurückgebracht. Im letzten Jahr haben 23 Schulen der Region insgesamt 1077 Schüler in die Busschule geschickt. Diese Zahl möchten die Verantwortlichen von Cottbus Verkehr in Kooperation mit Polizei und Verkehrswacht in den kommenden Jahren halten.